Das passt ja soweit. Dann können wir alles andere sozusagen wieder verkaufen. Das war's. Wie viel haben wir verkauft? 8000. Ja, das ist okay. Das kann man definitiv lassen. Ah, wir wollen jetzt auf jeden Fall zur Hexe. Ja, Hexe, was geht? Verzauberungen. Genau, ich würde nämlich gern das hier verzaubern. Eigentlich gleich nochmal. Okay, öfter geht also gar nicht. Okay. Sollen wir dann das auch noch verzaubern? Ja, perfekt. Okay. Na, das Großschwert will ich eigentlich nicht verzaubern, weil das werde ich nicht so häufig nutzen, glaube ich. Also, ein paar Tränke, wir haben noch 5 Tränke. Ich würde sagen, es ist wieder Zeit, dass wir noch einen Versuch starten. Wir brauchen, also wir brauchen 2 Paar Glühwürmchen. Ja, wir brauchen Glühwürmchen. Wir haben jetzt 2-mal Glühwürmchen. Eigentlich das 3. Mal brauchen wir nicht. Weil dann will ich eigentlich im Portal raussetzen. Boah, 7000. Stellt 200 Lebenspunkte wieder. Okay, warte, nee, das ist zu viel. Stellt 75, 200. Wie haben wir eigentlich gar nicht? Eigentlich fühlt sich das am meisten lohnen. Oh. Nee, wir kaufen jetzt nochmal 5 solche Tränke. Oh Gott. Richtig teuer. Nur für diesen einen Portboss. Also für den 2. Boss im Endeffekt. Aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin.
So, wir nutzen die Glühwürmchen. Glühwürmchen sind aktiviert. Und dann geht's los. Wartet, wir haben, das kostet 1000. Okay, wir haben genug, um ein Portal zu setzen. Das ist eigentlich alles, was nötig ist, muss man sagen. So, wir versuchen natürlich, kein Leben zu verlieren. Ein bisschen nur... Oh Gott, war das dumm. Ein bisschen Loot ist schon okay. Schaden machen wir jetzt gerade? Wir machen 130 Schaden, okay. Ja, nicht. Ah, wir haben 130 Leben. Wir machen 46 Schaden. Da machen wir ganz schön Speed Boost. Okay, das ist gerade los. Dungeon Level 2. Nutzen wir natürlich auch schnell mal die Glühwürmchen, die unser Leben vereinfachen. Hoffentlich. So. Wir müssen in diese Richtung. Das war dumm. Aber, oh Gott, achso. Magier, okay. Das haben wir ehrlich gesagt noch nie. Nicht so lange, wenn du in den Loot noch für die ganze Zeit. Ach Gott, nur Schaden zu machen ist halt nicht so sinnvoll. Ach Gott. Okay. Ach Gott, von der Seite haben wir die ganze Zeit null Schaden. Okay. So, guck zu mir. Okay, also irgendwie ist dieses Vieh nicht so sinnvoll. Oh Gott. Ach Gott. Es war kurz abgelenkt von meinem Vieh. Das ist das Beste. Es muss von dem Tier abgelenkt sein, auf jeden Fall. Sonst klappt das nicht. Oh Gott. Was war das denn für ein schwerer Gegner, bitte? Das war ja der Todesgegner. Hui, hui. Ach ja, hallo. Wie wundervoll. Achso, wir sollten eigentlich jedes Mal gewappnet sein. Ach, irgendwie ist es doch blöd. Ach Gott, wir dürfen... Okay. Wir dürfen keine Heilung verbrauchen. Okay, das hätten wir schon mal geschafft. Denn wir können wieder nicht auf den zugreifen. Was natürlich total blöd ist. Ja, das ist gut, unser Krabbenvieh. Was ist mit dem? So. Öffnen. Ja, wir nehmen alles. Manchmal verstehe ich einfach nicht, was hier passiert. Müsste das dann nicht hier hin? Ja, genau. Okay, perfekt. Das war ja gerade ganz praktisch, muss ich sagen. So, jetzt brauchen wir aber wieder Heilung. Oh Gott, oh Gott. So. Aber dann ist es okay. Okay.
Ach, zum Glück. Ah, wir hätten nochmal zurückgehen können und uns heilen. Das wäre nochmal minimal sinnvoll gewesen. Okay, und hier setzen wir jetzt wieder ein Portal. Ja, weil dann verlieren wir nicht unseren Loot und... Ja, doch, das ist am allersinnvollsten. Ja. Ja, hier setzen wir. Ja, hier setzen wir. Ja. Ich hoffe, das ist sinnvoll, was wir gerade machen. Aber ich glaube schon. Jetzt gehen wir kurz zurück, verkaufen alles und dann sofort wieder in den Dungeon. So. Was können wir verkaufen? Irgendwie, keine Ahnung. Hier, das verkaufen wir. Verkaufen einfach alles. Warum sollten wir irgendwas behalten? Also außer die Sachen, die wir dringend benötigen. Kauft jemand? Ja, die Steine waren gar nicht so wertvoll. Irgendwie hatte ich in Erinnerung, dass die Steine echt viel wert waren. So, das nehmen wir kurz. Achso, das will ich nicht. Dann gehen wir kurz in die Kiste. Legen kurz die Sachen ab. Leider habe ich mir nicht gemerkt, wie viel wir davon brauchen. Das können wir gleich nehmen, um zur Hexe zu gehen. Aber das sollten wir dann gut erledigt haben. So, schnell den Laden öffnen. Warum ist hier eigentlich eine Ranke in der Ecke? Okay. Jeder wie er mag. Verkaufen wir das? Oh, das eine habe ich nicht zurückgepackt. Haben wir gerade einen Dieb? Ne, haben wir nicht. Das sieht gut aus. Oh, das ist ein Dieb. Ne, dann traue ich mich nicht weggehen. Oh Gott. Also, ich dachte schon, es sind zwei Diebe. Aber nee, einer reicht. Definitiv. Komm, stehl was. Ein bisschen schneller. Tut mir leid. Ah, die ist jetzt mit dem Block gegangen. Das ist schlecht. Ich habe das Gefühl, wir verlieren nicht viele Items. Hin und wieder. Weil ich einfach inkompetent bin, würde ich sagen. Wie war das? 500 ist voll okay. Dann machen wir mal 15 draus. Also, hier unten können wir auch was Neues hinlegen. Nehmen wir mal das. Perfekt. Können wir gleich noch mehr Neues hinlegen. Das ist ja super. Ja, immer mit dem Loot zurückzukehren ist halt schon wichtig, weil sonst hat man irgendwann einfach kein Geld mehr. So, wir haben eigentlich nur noch das. Perfekt, und der Dieb ist wieder da. Yay, was denn sonst? Was willst du, Dieb? Komm. Nimm irgendwas. Das erledigt. Hier verkaufen wir kurz. Platzieren wir das gleich nochmal neu. Ach Gott, nochmal der Dieb. Das ist schon ein bisschen nervig, immer wieder dieser Dieb. Okay, wir haben es geschafft.
drei Items noch zu verkaufen. Oha, das ist ein bisschen zu viel. Dieser Wert. Hä? Okay, das wird falsch angezeigt. Ich nehme es mal kurz weg. Achso, nee, das wird nicht falsch angezeigt. Ach Gott, ich bin blöd. Ich dachte schon, oh mein Gott. Kauft doch was, Leute. Okay, das Buch ist zu teuer, das sehe ich ja voll ein. Also per se nicht, aber... So zumindest, dass ich weiß, dass ich es günstiger machen muss, das reicht mir schon zu wissen. Aber ich glaube, das ist der letzte Kunde für heute. Ja. Also 7000, okay. Ja gut, gucken wir mal kurz nach.